Geht gerade wieder ordentlich Cash ab. Es geht ordentlich Cash ab. Cash, Cash, Cash. Na komm. Öffnungslieferung. Ach shit, die kommen jetzt ja auch. Ja, wir haben ja genug Platz, ne? Hust, hust. Jo, als ob jemand eine Schaufel hier direkt reingeschmuggelt hat. Da frage ich mich, Junge, hat den im Häftlingsbus keiner durchsucht? Ja, vielleicht verstehen wir so eine, weiß ich nicht, so ein kleines Messerchen oder sowas vielleicht reingeschmuggelt worden ist. Aber eine ganze Schaufel, Junge? Naja, naja. So, die Türen sind dran. Was geht denn erst? Na gut, nur die Tür, die auch noch nicht ganz. Aber gut, wir haben auch priorisiert. Guck mal, so wissen die Neuankömmlinge direkt, wie es hier abgeht, Alter. 4 Todesfälle in der Verwahrungszelle in der kurzen Zeit. Wissen direkt, wie es hier zu laufen hat, ja. Wir machen mal die Schusswaffen. Schusswaffen gebrauchen wir erstmal aus. Für kurze Zeit. Mal gucken, ob das jetzt dann erstmal ruhiger wieder ist. Weil verliert. Okay, er soll anscheinend Ziel eines Gangangriffs werden, oder was? Leider werden diese Icons nicht so gut erklärt oder nirgendwo generell erwähnt, was die generell zu bedeuten haben. Keine Ahnung dann. Aber ich nehme an, dass er dann Ziel sein soll, aber darum kümmere ich mich jetzt mal noch nicht. Ich habe Wichtigeres zu tun. So, Wasserrohr hauen wir bis zum Ende durch. Heißt aber, es kommen wieder neue LKWs, aber die müssen natürlich alle versorgt werden, diese Dinger, ne? Anders geht das nicht. Und hier einmal. Okay, dann ist runtergeslidet. Zack. Zack und zack. Und hier nochmal. Ne, wir sind ja nett, wir haben ja Sprinkleranlagen. Damit ist aber der Zentrakt grob fertig. Fehlt halt nur noch die Versorgung mit. Ah ja, Wasser. Nee. Hier wollte schon wieder jemand fliehen. Ist er geflohen? Nee, da würde unten entlassen stehen. Entlassen sei entflohen oder so. Ah, da wollte gerade jemand. Meistet weg hier, Alter. Bin ja echt froh, dass ich da mittlerweile eine Patrouille rumlaufen habe. Ganz ehrlich. So, wo war ich jetzt? Genau, ich wollte Strom da nochmal reinhauen. Genau, wird jetzt ja genau über dieses Netz laufen. Über das Stromnetz. Und das hat ja noch gar keine Entlastung. Überlastung, das passt schon noch. So. Hör mal auf, hier Stress zu machen, junger Mann. Ja, direkt bewusstlos mal hier. Bisschen Ruhe. Selbst im Postraum liegt jemand fast tot. Was ist denn los hier? Verhaltenstherapie und sowas. Wir müssen unbedingt damit anfangen. Aber ich will halt jetzt hier nicht mit so einem großen Komplex anfangen, wenn die halt noch längst nicht fertig sind mit dem Stuff hier, ne? Auch ein bisschen, Ne, wir haben auch eine Wache wieder verloren, ne? Ist ja entspannt. Jetzt sparen wir das Geld, sagst du. Mann, ey. Ein Personal-Zauntore, ja. Ja, wir wissen. Was hast du denn da an? Keine Ahnung. Oh. Wird wieder dunkel? Was ist denn jetzt hier wieder los? Will schon jemand wieder fliehen? Ich sage, weil hier offen ist. Oh, ich krieg die Krise. Hol ihn euch. Hallo? Okay, Hundeführer machen dagegen dann nichts, oder was? Ich krieg die Tür nicht zu. Oh, sie haben ihn noch getroffen. Ich glaube nicht. Ich muss das Gefühl, das Gefängnis ein bisschen für Dumme einrichten. So. Ich frage mich sowieso, warum die hier durchlaufen dürfen. Ganz weird. Normalerweise dürften die da nicht. Aber Spiel sagt ja. Na dann. Ist jetzt eh abends. Gleich ist Ruhe im Karton. Ich mache hier nochmal die Türen drumherum. Dann kann auch da erstmal wieder keiner wieder mehr weglaufen. Ich muss es wirklich absolut absichern hier. Und es wird mal Zeit, dass ich hier diese Außenrummauer mal fertig mache. Damit wir dadurch eine gewisse Sicherheit haben. Weil die Umfassungsmauer an sich ist sehr hoch. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob die darüber fliehen können über diese Mauer. Weiß ich nicht. Wenn, dann dauert es auf jeden Fall länger. Und wenn, kriegen wir es sowieso mit durch dieses Ausrufezeichen und können da vielleicht etwas schneller reagieren. Das wurde mir jetzt nicht angezeigt. Wir stellen nochmal 5 Wachen ein. Das meine ich jetzt. Jetzt fliehen sie. Na gut, der kann eh nicht fliehen. Holt ihn euch. Komm schon, bitte. Dann lassen wir halt erstmal 120 Wachen dann doch da. Was soll's.
Kommt hier noch jemand? Oh, Krankenpfleger. Hätten wir für das für psychisch kranken Insassen geschult ist. Hätte ich vielleicht mal vorher drüber nachdenken sollen. Dann machen wir jetzt mal. Wir haben ganz mal 10 Ärzte, machen wir von 5. Hätte ich früher mal daran denken sollen, dass es ja auch noch die gibt. Die extra dafür geschult sind, ergibt ja Sinn, dass wir das haben. Übrigens, hier liegt einfach mal ein Schlüssel rum und unser Wärter ist bewusstlos und ich, was ist denn hier schon wieder? Leute. Auch die LKWs, ne? Es hört nicht auf hier. Absoluter Stress. Und hier wird irgendwie so jetzt schon entladen. Das Spiel ist an manchen Stellen noch ein bisschen, muss ich sagen. Was soll das hier? Da denkst du halt überfüllt, ist klar. Und wir müssen. Okay, der Trakt ist auch endlich mal fertig hier. Endlich. Sprich aber, wir könnten auch hier jetzt mal, weil hier sind doch hoffentlich Tüten schon dann demnächst. Komm bitte. Hat schon eine gewisse Priorität, dass wir hier mal zumachen jetzt. Da ist da, zack, bitte, danke. Gut, Türen sind dran. Dann können wir das hier schon mal zu Zellen machen. Soll ja nicht heißen, dass ich mich hier nicht drum kümmern. Ich krieg doch hier eure Zellen. Alles easy. Die werde ich noch nicht machen, weil die hier können ihr easy raus sich schaufeln lassen. Wir können sowieso mal wieder eine Razzia machen. Machen wir nächsten Abend. Gibt's mal wieder eine ordentliche Razzia. So, Kantinenzugang, bla bla. Moment mal, kein Teil Kantinenzugang. Kann aber auch nicht sein, weil ich habe doch alles dicht gemacht. Ah, nee, okay, ist aktualisiert. Guck mal, ein paar von in der Verwahrungszelle, die halt wahrscheinlich Angst gehabt haben, dass sie vielleicht verhungern, dürfen jetzt hier rein. Guck mal an. Kriegen eine Zelle endlich. Okay, der Boiler Room ist auch fertig, da können wir auf jeden Fall jetzt schon mal ran. Ah, ich glaube mal 3 ist okay. Vor allem, wenn eh alle schlafen. Ich weiß gar nicht, was das hier eigentlich für ein Bogen im Boden ist. Hightech-Look. Boah, müssen wir jetzt nicht am Eisenboden passt. Auf jeden Fall nur für Personal. Boiler, Boiler, Boiler. Da. Gleich mal gucken. Mal gucken wir mal jetzt, bevor ich es wieder vergesse. Diese Flangen sind, glaube ich, was den Hund erschnüffelt hat. Ich weiß jetzt natürlich nicht genau, was das aussagt. Müssen wir gleich gucken. Boah, es passt nicht genau. Mach halt so. Juckt. Muss ja nicht immer alles 1:1 passen. Hier heißt es aber jetzt, guck mal, hier kommen wir easy bitte hin, ne? Bis zu diesem, bis zur Heizung. Die wird dann versorgt. Wenn wir hier nach ganz oben wollen, ist nicht möglich, ja. Hier oben die Heizung wird er nicht erreichen können. Wo war die Heizung? Hier. Bis dann kommen wir nicht an mit dem Boiler. Soweit pumpt er nicht, leider. Unfortunate. Oh, er ist auch fertig hier. Ich glaube es nicht. Übrigens hätte ich übrigens auch noch gerne Anzeige von den Arbeitern hier oben, wie viele Arbeiter gerade beschäftigt sind und wie viele eben nichts tun. Wenn man weiß, wie hoch da die Auslastung ist, wäre vielleicht ganz nice. Empfinde ich persönlich als nicht unnötig. So. Ja gut, die Sachen müsste ich jetzt sowieso machen, aber dann können wir jetzt mal anfangen mit dem Bauen. Von unserem Personalkomplex, sage ich mal. Von unserem Personalverhaltenstherapie, Drogentherapie-Komplex. Auf jeden Fall komplex gesagt. So, hier zack, zack, zack. Und bitte einmal hier, hier. Schon wieder das Spachtelsymbol. Was ist da los? Ich glaube, ich sage ja, Razzia nächsten Abend ist am Start. Naja, Strom habe ich schon wieder vergessen, ne? Schon wieder vercheckt hier. Das wiederum ist kein... Schon wieder. Ach, hier ist jetzt der Wachhund erlaubt. Ist ja wenigstens etwas. Holt ihn euch. Ah, nice one. Good job, würde ich sagen. Die verteilen sich auch teilweise an so... Crazy Places hier, Alter, wo ich sie gar nicht hinhaben wollte. Und die gehen auch nicht mehr zurück. Ihr seht es nicht, aber ich schüttel gerade meinen Kopf. Enttäuschend. So, hier würde ich dann... Ja, ja, das wird doch mitgenommen, oder nicht? Hoppsa. Hier, oh, ich... Oder wir benutzen dieses Stromnetz und hauen das direkt einmal hier unten durch. Einmal, komm, was soll's. Dann werden die unteren Zellentrakte auch nochmal von diesen da oben dann geleitet, sage ich mal. Und wieder, guck mal, hier gibt es ordentlich Flaggen. Ich glaube, wir müssen echt mal eine Razzia hier machen. Gut, wieder was zerstört. Hier ein bisschen Vandalismus. Warum denn auch nicht? Was sag ich das da? Drogensuche. Geben Sie Befehl an alle verfügbaren Hundeführer, um das Gefängnis nach geschmuggelten Drogen zu durchsuchen. Machen wir nochmal, aber nicht jetzt. Das kann ich mal so sagen. Übrigens, Logistik. Ach, hier haben wir schon Arbeiter mit eingetragen. Aber ich habe doch auch ein Programm, wo wir hier Einführung in die Küche haben, ne?
Ja, Sicherheit. War interessiert, viel beendet. Das heißt, wir nur so wenig haben Interesse an Häftlingen, da irgendwie mal was zu machen. Na gut. So, wir können jetzt auf jeden Fall mal anfangen mit dem Komplex hier, würde ich sagen. So, machen wir hier so. Ganz normale Tür is enough. Den Raum machen wir dann, wenn wir die anderen beiden fertig sind, damit wir die alle in einem Schwung machen können, die nicht irgendwie wieder aufgerissen werden. Ja, das passiert manchmal leider. Personaltür. Wie soll die Wand hier sein? Eine ganz normale Betonwand am besten einfach nur, ne? Ganz sachte. So, weil ich glaube, niemand ist blöd und bricht, ich sag mal so, in einen Personalraum oder Personalbereich ein. Das wäre schon hart dumm. Auch wenn hier oben Sicherheitsraum sein wird, sprich, dass da die ganzen Überwachungskameras oder sowas platziert werden, Überwachungsmonitore. Aber was willst du da halt, ne? So, was kostet doch gleich ein Wachturm? Wir haben sogar noch 4 Stück, ne, anscheinend, übrig. Ja, können wir hinsetzen? Können wir sie ja schon mal. Was kostet die Welt, ne? So, Gehwegplatten können wir auch schon mal hier hinpflanzen. Hier können wir meinetwegen auch ein bisschen. Wir haben ja mal ein bisschen Sand hier rumgeleppt, ne? Mal ein bisschen Sand hier verbreiten. Oh, ja, passt schon, würde ich sagen, ne? Ja, Pi mal Daumen, ist das schon in Ordnung so. Dann haben die Arbeiter wieder ordentlich was zu tun. Was ist das? Alter. Jo, richtig Stress hier, Jungs. Kinder. Aber ganz schleunigst. Da wird gerade irgendjemand verprügelt. So eine Gang-Sache, glaube ich. Na gut, dann positionieren wir euch mal hier. Gut, dass aber das hier kein Wärter irgendwie so richtig gejuckt hat, dass da erst richtig spät wieder was gemacht worden ist. Ich habe jetzt schon das Gefühl, meine ganzen Polizisten hier sind korrupt. Und das sind schon alle hier bezahlt worden von den Gangmitgliedern. Wobei das sowieso ja nicht immer angezeigt wird, sondern nur, wenn Bulle korrupt ist hier bei uns oder ein Wärter, wird uns das ja nicht immer angezeigt, ne? Nur wenn es rausgekommen ist. Deswegen müssen wir da vielleicht ein bisschen mal generell schauen. Aber wie gesagt, wir haben ja 1000 Sachen momentan zu tun. Das ist halt echt. Du hast 1000 neue Gebäude, die du bauen musst, Räume, die du machen musst. Dann müssen wir eigentlich hier die ganze Zeit neue Zellentrakte machen, um mal halt auch irgendwie das Gefängnis noch weiter zu vergrößern. So, und so ein Sicherheitsraum, den ich jetzt zum Beispiel bauen möchte, der kostet arsch viel Geld. Wir haben zwar gerade 140.000, das ist gut. Das wird auch easy reichen, natürlich, um diesen Komplex hier zu bauen. Aber wir müssen auch immer noch hier Umfassungsmauer mal machen, weil, ne, wir wollten schon wieder 2 Leute fliehen, so. Wir wollten da eigentlich eine gute Bilanz haben an Ausbrüchen. So. Und aber eine Umfassungsmauer kostet arsch viel Geld. Wir können ja mal gucken. So, wenn ich es jetzt allein nur bis hier unten mache, mal. Ich kann natürlich auch nur bis hier machen, aber ich, wenn schon, denn schon. Wie kostet mich das? 35.000. Wir machen es jetzt mal. Okay, hat abgebrochen. So, normal. Ja. Oh, jetzt Autospeicher. Zack. Money futsch, da ist schon nicht so wenig weg. Und ich glaube, der Sicherheitsraum, ja, kostet, glaube ich, ein bisschen mehr als übliche Räume, wegen den Monitoren und sowas, die wir da reinsetzen. Und ein bisschen was auf der hohen Kante zu haben, ist ja generell nicht verkehrt. Vor allen Dingen, wenn hier schnell von einem riesen Aufstand ist, dann müssen wir am besten ja auch hier die Elite-Truppen holen. Na gut, kosten 3.000. Auf jeden Fall hätte ich gerne ein bisschen Geld auf der hohen Kante, falls es zu Problemen kommt. Oder ich aus dem Nichts Leute einstellen muss, wieder ganz viel. I don't know. You never know. So. Wie gesagt, nächsten Abend werden wir mal eine Razzia machen. Auch hier wird jetzt mal ordentlich gebaut, wie sich das gehört. Ja, zack, zack, zack. Sehr gut. Auch hier wird ordentlich gemacht. Wird auch ordentlich gemacht. Was wir eigentlich meinten machen können, ist eigentlich eine Gehweg komplett mal hier durch. Dann sind die schneller da. Über Gehwege gehen die schneller, die ganzen Leute. Auch können, ist auch vielleicht auch nicht schlecht für unsere Wärter. Laufen die auch darüber, falls sie wieder ausbrechen möchte? Ich weiß es nicht. Außerdem werden wahrscheinlich eh den Gehweg bis ganz da hinten durchhauen. Ne, wie wir es halt generell schon gemacht haben. So ein paar Main-Wege, sage ich mal. Ein paar Hauptwege hier. Damit wir das hier nicht so verwinkelt haben. Ja, hier wird ordentlich gemacht. Guck mal, das finde ich doch gut. Alles richtig. So, Wachtürme stehen auch schon. I like. Das würde ich dann doch nochmal auch durch ganz normale Ziegelmatte ersetzen. Sieht dann ein bisschen einheitlicher aus. Okay, der sollte umgebracht werden anscheinend. Hat es noch geschafft. Glückwunsch. Ja, viele Fleckchen da. Wie gesagt, wir machen es ja gleich. So. Wieder mal ein bisschen sammeln hier. Ja, danke. So. Ist auch gleich soweit, ne?
Mit dem Arm. Gleich gibt es erstmal wieder Essen. Ich habe jetzt schon länger wieder nicht geschaut, ob überhaupt die Mahlzeiten reichen für die Häftlinge, die wir haben, ne? Ob wir über alle satt werden. Ich guck mal jetzt gerade, die Leute fangen jetzt gerade an, gefühlt erst zu kochen, die Herr Köche. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Aber ihr seht, ich glaube, die kleinen Pünktchen heißt, dass es gerade in der Mache ist, das Essen, ne? Und das so um die Größchen, das heißt so, dass wir das schon fertige Mahlzeiten sind, glaube ich. Wenn ich mich nicht täusche. Ja, der Balken füllt sich schon, das ist wenigstens etwas, aber Essenszeit ist in 2 Stunden schon. Ich weiß nicht, ob die das noch schaffen. Ich hoffe. Ich weiß auch nicht, ob mehr Köche einfach reichen würden. Wir haben jetzt, wie viele Köche haben wir? 40. Tendenziell eigentlich 20 in jedem. In jeder Küche. Ja, ich weiß nicht, ob da mehr Köche was bringen oder ob man da einfach eine neue Küche einfach bauen muss. Wobei, ja, guck mal, weil die ganzen Herde sind schon belegt hier, wie ihr seht. Die ganzen Kühlschränke sind eigentlich voll. Hier stehen auch überall Kisten rum. Spülen werden dann anscheinend doch nicht so oft benutzt, wie ich gedacht habe. Müssen wir nochmal schauen. So, Grundgerüst scheint zu stehen. Nur ein paar kleine Betonplättchen anscheinend müssen gebaut werden. Dann sind auch die Gebäude schon fertig. Was ist los hier? Hier fehlt das Strom, nicht? Ah, hier ist ein Ding wieder nicht platziert worden, ne? Ist noch nicht da. Da kommt er, der junge Mann mit dem Kabel, der hier hell macht. Sehr gut. So, wie sieht es mit Wasser aus? Wurde hier was? Vergessen wurde nichts. Sehr gut. Ist einfach noch nicht da. Aber sehr gut. Damit sind die Zentrakte eigentlich komplett einsatzfähig. Freut mich. Würde ich dann auch schon mal gerne ein paar davon einweihen. Euch zum Beispiel. Euch noch nicht. Euch nehme ich nochmal mit. Ja, komm. Nee, euch noch nicht. Aber die kann ich jetzt hier. Sehr geiles Gefühl, wenn ein paar Cent zu haben. Sehr gut. So, jetzt ist Essenszeit. Ah, nee, eigentlich hat es nicht gereicht von der Zeit mit dem Essen. Kann man den Köchen nicht schon ein bisschen früher sagen, dass sie mit Essen anfangen machen sollen? So 2 Stunden früher oder so? Ist es so, kann ich das machen? Ja, Besuchszeiten, Richtlinien für Quoten, Ernährungsrichtlinien, Essensmenge ist egal. Ja, das ist halt Essensrichtlinien, das ist halt so die Menge und die Vielfalt, ne? Also Bedürfnisse juckt. Alter, wie viel kommen denn bitte als nächstes? 56 neue, ja, warum denn nicht? Transfer juckt gerade nicht. Häftlinge, Personal, ja, ich sag nur einfach nur das Personal. Mein Gefängnis wäre nur 170.000 wert. Ja, ein bisschen enttäuschend. Ich weiß gar nicht, ob das das gibt. Ich glaube nicht. Naja. Sprich mit anderen Worten, wir können nicht genug Essen für die ganzen Leute machen. Beruhigend. Wird zwar auch immer wieder Essen nachgeliefert, wie ihr hier seht. Vielleicht reicht es dann. Aber ich habe das Gefühl, die 2 Stunden, 3 Stunden Essen an sich reichen dann einfach nicht. Ja, wir gucken mal hier. Ja, wobei so langsam, ne, kommen wir ziemlich nah dran. Ist mal interessant, aber mal zu wissen, ob das hier alles gut so einfach ganz okay läuft. Ja, an sich hätten wir jetzt gerade genug Essen. Das würde sogar fast passen. Aber Essenszeit ist jetzt sofort vorbei. Wo sich dann auch die Frage stellt, ob unsere Kantinen einfach zu klein sind. Wenn ich Hunger hätte, würde ich auch auf dem Boden essen. So ist es nicht, ne? Ich könnte mich einfach auf den Boden setzen. So, wir warten noch kurz, bis die ganzen Häftlinge in ihren Zellen sind und dann geht's hier aber ab. Ja, dann geht's richtig ab. So, Personalraum ist fertig. Ich freue mich. Endlich passiert ja mal was. Dann würde ich gerne kopieren. Wo bist du denn, Personalraum? Da bist du. Planung, nicht Planung. Schnelles Bauen. Klonen bitte einmal. Und einmal rein, ja. Sehr schön. Haben wir das. Auf jeden Fall dann natürlich nur für Personal. Ist natürlich selbstredend. Ich glaube, alle sind in ihren Zellen, das passt schon so. Dann würde ich sagen, machen wir eine Razzia, ne? Wird mal wieder Zeit. Wunder hier. Zick, zack, zack. Jetzt geht's richtig los, Junge. Und 2 Waffen gefunden. Alle mittlerweile müssen 1085 Orte durchsucht werden. Es wird halt immer mehr. Ich bin auch ganz froh mal, dass wir die Seile finden, weil das ist so das, wo ich eigentlich am meisten Angst habe, als anstatt vor Messern und so.
Weil, ne, an die Seilen, da können die halt leicht fliehen. Und da haben wir schon den ersten Tunnel. Guck mal an. Bitte einmal füllen. Dankeschön. Aber da frage ich mich, was der Hund hier geschnüffelt hat. Gut, noch haben wir nicht alle Zellen. Oder hat er was Fakes, irgendwas, was fake war, erschnüffelt. Was ist denn mit der Zelle? Hat er vergessen, den Rest zum... Hallo? Ja, habe ich. Okay, dann dürfte das ja jetzt passen. Na, passt. Ja. Okay, dann war das aber... Aha, doch. Alter. Aber was ist denn das für ein Tunnel, Alter? Der hat ja richtig gehasselt, der Typ, ey. Alter Verwalter, Junge. Ja, passt das hier, komm. Oh, Junge, Junge. Der hat ja hier richtig reingehauen. Es tut mir natürlich einerseits wahnsinnig leid, dass ich jetzt eine harte Arbeit hier so einfach zumachen muss. Alter, der hat nicht mehr lange gebraucht, tatsächlich. Das tut mir wahnsinnig leid eigentlich schon fast. Lass mich mal gucken, wer da drin ist. Ich möchte wissen, wer der krasse Typ da ist, der hier unermüdlich gebuddelt hat. Ashby. Sitzt wegen bewaffneten Raub. 24 Jahre alt und hat nur 2,2 Jahre abgesessen. Hätte ich vielleicht dann auch versucht rauszukommen, ey. Mit, Alter, der ist gerade 20, das heißt, der wäre dann 44 gewesen. Na, ist natürlich blöd, dass du hier gelandet bist, aber natürlich auch nicht dann ohne Grund. Aber das möchte ich anerkennen, dass du hier ordentlich gehasselt hast. Respekt. Aber durch meine bekommenen Respekte wirst du natürlich jetzt hier nicht trotzdem früh entlassen. I'm sorry. Wahrscheinlich bekommst du von meinen Wärtern auch noch eine Strafe aufgebrummt, weil sowas wahrscheinlich nicht gut behandelt wird bei mir. Würde natürlich da was machen, aber das ist schon so. Von den Regeln. So, Doppeltüren, why not? Auch allein wegen der Symmetrie. Gemälde. Mona Lisa, why not? Auch, ne? Kannst selbst Fenster eigentlich machen. Ich finde, das sieht ein bisschen merkwürdig aus. Ja. Bisschen weird. Eine Boje, wenn wir ein bisschen Wasser hätten. Aber wir werden jetzt hier erstmal, würde ich sagen. So. Ne? Und meinetwegen mein Getränkeautomat, die verdienen ja im Knastladen, werden wir, oder die verdienen ja glaube ich generell jetzt schon ein bisschen Knastgeld, wenn ich mich nicht täusche. Dann machen wir den kleinen Getränkeautomaten hier hin. Ich nehme an, da können sie jetzt nichts Verbotenes irgendwie von klauen oder irgendwas Gefährliches draus machen. Telefonzelle aus meinem guten Wissen, aus meinem netten, ich sage ich mal, ich bin gerade das Wort, Alter, es ist auch schon wieder spät. Ey, Mann, Mann, Mann. Weil ich ein gutes, Alter, sag mal. Weil ich ein guter Mensch bin, dann mache ich euch hier eine Telefonzelle mit, damit ihr mit euren Liebsten noch telefonieren könnt. Diese Telefonzelle werden wir aber dann in unserem Sicherheitsraum natürlich anzapfen. Ist natürlich klar. Generell werden wir jetzt auch häufiger Telefonzellen dann mal irgendwohin verbauen. Die wir dann halt einfach mit dem Abhörenlager dann einfach verbinden. Ja, an dem Punkt sind wir angekommen jetzt, dass wir Leute abhören. Aber wir können es dann ja auch mit dem Sicherheitsraum hier, ne? So ist es. Betonplatte, Betonplatte. Und dann wieder ordentlich den Parkett hier verlegen. Und dann wäre wahrscheinlich eine Sprinkleranlage nicht verkehrt. Ach, wir haben auch kein Licht hier drin, ne? Ach so, stimmt ja, da war was. Das ist halt scheiße. Ich mache einmal hier eine Sache, klicke ich weg, alle direkt alles gelöscht, was ich jemals gebaut habe. Das ist schon frech. Ach. Zack. Bist du weird noch aus? Okay, ja, gut, stimmt. Das haben wir kopiert. Das hat natürlich dann dementsprechend alles. Ja, das andere sind ja so die Planungssachen. Lassen wir aber noch drin. Ah, guck mal, der Raum. Der ist ja ganz komisch jetzt geworden. Das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich auch ganz normalen Ziegelwänden haben. Aber das können wir noch ersetzen. Aber den Inhalt können wir ja schon mal dann, sage ich mal, bauen. Ich glaube, wir hatten einen Eisenboden ganz normal, ne? Ordnung muss ja sein. Ah, ne, aber ganz, auch haben wir ganz normal Betonboden. Ja, dann machen wir das. Einfach ganz normal Betonplatten. Dann belassen wir es doch dabei. Und dann kommt hier ein weiteres Elektrizitätswerk hin. Ja, sehr gut. Und natürlich ist das auch nur für Personal. Und dieser Raum wird auch erstmal noch für Personal sein, vorläufig. Ja, wobei. Ich möchte eigentlich dann die Programme gleich schon starten direkt. Dann machen wir folgendes. Ich mache hier nochmal eine Wand hin. So, zack.
Dann kommen die auch zu dem Raum. Aber auch wenigstens mal hier priorisiert. Gut. So, nächster Tag. War natürlich immer noch wahnsinnig leid, dass wir deinen Tunnel zugemacht haben. Aber war nötig.